Gut gelaunt grüßt die Crew von Axiom 2 aus dem All. Die von Commander Peggy Whitson geführte zweite private Weltraummission des US-Unternehmens Axiom Space ist auf dem Weg zur internationalen Raumstation. Am Sonntag hob das Team mit einer Falcon 9-Rakete des US-Konzerns SpaceX in Cape Canaveral, Florida, ab. Neben der Ex-NASA-Astronautin Whitson sind der US-Pilot und ehemalige Rennfahrer John Schaffner sowie die Missionsspezialisten Ali Alkani und Rayana Barnawi aus Saudi-Arabien mit an Bord. Die Stammzellforscherin ist die erste Frau aus dem arabischen Königreich, die ins All fliegt. Aus der Dragon-Raumkapsel dankte Barnawi nach dem Start unter anderem ihrer Familie und anderen Unterstützern. Und an die Menschen dieser Welt: Die Zukunft leuchtet hell. Ich möchte, dass ihr groß träumt, glaubt an euch und an die Menschheit. Auf der ISS will Barnawi Projekte zur Erforschung von Brustkrebs durchführen. Am Montag soll die vierköpfige Crew auf der Internationalen Raumstation eintreffen. Der Aufenthalt im All ist für rund eine Woche geplant. Die erste private Raumfahrtmission war im April vergangenen Jahres zur ISS gestartet. Die Konzerne und die US-Weltraumbehörde NASA feierten dies als Meilenstein auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Reisen ins All.